So, ich heiße euch wieder herzlich willkommen zurück. Status 33 meldet sich jetzt nach 100.000 Jahren mal wieder bei euch. Und wir spielen heute einen Mega Man 5 Hack von Ridley X. Und jo, gut, ich schalte gleich mal weiter. Denn die Story hat sich nicht viel verändert. Hier seht ihr es, Ridley X Hack Number 2, Mega Man 5. Und wir legen gleich los. Und mir fällt gleich mal ein, die Schrift ist verändert. Hey, das sieht cool aus, das gefällt mir. Okay, also, wir haben unsere üblichen Bosse und so weiter und so fort, so wie es aussieht. Ich habe mir nur mal die Story angeguckt und war im Bossmenü. Mehr, weiter war ich noch nicht. Und ja, ich würde sagen, legen wir doch einfach mal los mit Chargeman. Ja, ich weiß nicht warum, aber Mega Man 5, ich fange immer mit Chargeman an. Ich weiß nicht warum. Geld Chargeman. Ah, ja, ui. Also, ich sag gleich vorweg, das ist komplett blind. Ich habe das hier noch nie gespielt, diesen Hack. Und nicht habe ich aber gesehen. Ja. Okay, also es ist jetzt. Okay, sieht schon mal interessant aus. Ein paar von den. Au. Viechern hier? Cool. Okay, warum nicht? Ja, ich muss mich gleich erstmal wirklich bei meinen Viewern entschuldigen. Und da ganz klar erstmal. Ich habe in der letzten Zeit wirklich sowas von. Was? Ach, egal. Wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Das ist aber einfach. Also, okay, das war jetzt aber einfach. Na komm. Also ich muss mir erstmal wirklich bei meinem Video entschuldigen, weil ich gerade in letzter Zeit wirklich so gut wie gar nicht Let's Play oder Let's Play habe, in dem Fall. Und keine Sorge, das wird wieder. Ich werde wieder. Aber ich. Ja, natürlich. Oh, warum haltet ihr eigentlich so viel aus? Wir halten den aufgelassenen Busterschuss aus. Ist aber voll kacke. Also wie gesagt, ich werde auf jeden Fall wieder Let's Play, keine Sorge, regelmäßig. Es ist jetzt nur sehr viel dazwischen gewesen. Und. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall noch kommen, da wir jetzt noch einige Projekte vor uns haben. Wenn ich so mit Gags fertig machen, müsste die Quest irgendwann in 100 Jahren mal fertigstellen, wenn ich dann mal wieder RPG-Laune habe. Weil das Problem ist halt, müsste Quest RPGs. Ach, hättet ihr gesehen, diese Paper Mario, dann hättet ihr gelacht. Wirklich, ihr hättet gelacht. Nein, also wie gesagt, ich werde auf. Hey, da, Shield Attacker, was macht der Shield Attacker hier? Der hat hier nichts zu suchen. Shield Attacker, du hast hier nichts zu suchen, weißt du das eigentlich? Okay. Ihr haltet auch ein bisschen mehr aus. Oh, das Leben kommt mir jetzt gerade richtig. Also, wow. Komm, geh. Oh, Mann, oh, Mann. Also, nee, wie gesagt, es ist auf jeden Fall wirklich so, ich werde auf jeden Fall jetzt wieder anfangen, wirklich eine gewisse Let's Play. Es ist jetzt wirklich so viel dazwischen gekommen. Und es tut mir wirklich leid, ich entschuldige mich echt nochmals bei euch. Aber wir machen das jetzt wieder weiter und ja, also nach diesem Hack hier kommt auf jeden Fall Gags weiter. Und nach ich treffe immer noch, weil ich ein Shield Attacker bin. Blöder Shield Attacker. Nein, da komme ich nicht rüber. Ich riskiere es jetzt. Wir riskieren es besser mal nix. Okay. Boah, warum nicht? Also auf jeden Fall, ja, das ist so die Sache jetzt. Ich werde wieder Let's Play. Und auf jeden Fall kommen noch zwei Dinge nach Gags dann, ja? Also es gibt zwei Dinge, die nach Gags kommen. Zum einen ist das Mega Man X6. Jo. Der fehlt uns noch, damit wir endlich die gesamte X-Reihe durch haben. Also die, die ich spielen will. X7, X8 werde ich nicht spielen und alles doch noch in die richtige Richtung eigentlich. Naja. Und wir kommen zu Chargeman. Oh, Eddie, hi, was gibt's noch? Ja, danke, sehr hilfreich, Eddie. Und hier kommt Chargeman. Mal gucken, ob er verändert ist irgendwie. Noch hat sich nicht viel geändert. Au. Och, Chargeman, ich will dich perfekt, nur du machst mir mal wieder einen Strich durch die Rechnung. Ich weiß nicht, Chargeman hat das so an sich, mir immer einen Strich durch die Rechnung zu machen. Aber er ist zum Glück nicht schwer, wenn ihr ein bisschen Übung habt. Glaubt mir, dann geht Chargeman schnell down. Relativ schnell. Ihr müsst einfach bloß, ja, 100.000 Mal machen, so wie ich, weil ich Mega Man 5 liebe, und dann passt das. Also, okay, erste Stage, und sieht schon mal richtig cool aus. Also, hat mir jetzt gefallen. Ich finde das zwar schon ein bisschen fies, dass diese blöden Flugviecher ein bisschen mehr aushalten, aber mein Gott, ich werde es überleben. Müssen. Irgendwie. Und wir bekommen Charge Kick, und ich freue mich drüber. You got Charge Kick. Ich freue mich wirklich drüber. Okay. Also, wir haben Chargeman besiegt und wir machen jetzt die sinnvollste Reihenfolge auf Erden. Jetzt kommt Stone Man.
Ja, ich habe vor, das rückwärts zu machen, diese ganze Reihenfolge. Und deswegen kommen wir zu Stoneman. Also Stoneman, ui. Moment. Mega Man Exile Heatman Stage war das, glaube ich, oder was? Exhaust Heatman Stage? Ich weiß es gerade nicht mehr. Eine von beiden erinnert mich der Hintergrund so übel. Ich weiß nicht, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber irgendwie so ein bisschen erinnert es mich dran, die Heatman Stage und dazu dann halt noch die, ich glaube, die Topman Stage Musik aus Mega Man's Weife Game Boy. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also, also in der Stage kam die Musik nicht jetzt, sondern in der Stage in dem anderen Pack. Wow! Okay. Oh ja, so kann man auch eine Stone Man Stage machen. Soll das schwer sein? Keine Ahnung. Soll mir auch egal sein. Weiter! Ach nee, da kommt ja so ein Freak, so ein Flugviech hier. Aber egal, wir haben ihn her und weiter. Komm, Mega Man, hauptverkauf. Ich muss zugeben, wo mir Radley gesagt hat, dass er seinen neuen Hack fertig hat für Mega Man 5. Ich würde es ganz ehrlich zugeben, ich habe Mega Man 5 geübt. Mhm. Ja, ich habe Mega Man 5 erstmal geübt. Weil, ich bin einfach nämlich so zum Mega Man Zocken gekommen. Also, die Ex jetzt schon, aber ich meine, die sind zum normalen Mega Man. Deswegen müssen wir jetzt hier erstmal wieder ein bisschen. Ja, also, der Fail ist auf jeden Fall garantiert irgendwo. Ich bin mir sicher. Nun gut, also, auf jeden Fall, das sind so jetzt Sachen. Ich werde auf jeden Fall den letzten Play. Und achso, ja, es gibt noch einen zweiten Hack, der Mega Man Hack, den ich dann bald noch spielen werde. Den wollte ich erst togethern, aber aus wirklich sinnvollen Gründen, ne? Wow, scheiße! Nein! Ach, verdammt! Erst, ja, kurz davor rede ich von Fails und. Oh, nein! Nö! Oh, nö! Ich will die Scheiße ja wieder durchrennen, ey! Was soll denn das? Ich will nicht anfangen, ich will nicht wieder mal anfangen. Ich will nicht. Oh, ich bin weg. Oh. Nein, also wie gesagt, das sind jetzt so die Sachen. Jetzt mache ich irgendwie Fehler, die ich davor nicht hatte. Gemacht habe. Ach, komm, Mitul trifft, wir hauen ab. Ne, also wie gesagt, ich werde auf jeden Fall noch kommen. Der Hack, genau, den ich noch spielen werde, ist Rockman No Constancy. Genau. Das Rockman No Constancy. Das, was auch schwer natürlich. Also kein Busimo. Und natürlich nichts mehr da. Und weg. Kein Busimode, sondern gleich die richtig harte Tour. Muss sein. Ich muss mich abschießen. Ist hier, weil wozu hat man so? Komm hoch, du. Oh Mensch. Achso, gut. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, bin ich tot. Hm. Und ich werde es ziemlich schnell sein, wenn ich jetzt nicht aufpasse. Wow, Mega Man Raser. Ah, das ist auch mies hier. Also, wisst ihr, die blöden Käfer. Und dann auch noch. Oh, natürlich, und Treffen auch noch. Die haben natürlich immer das beste Wort. Ich muss mir jetzt echt was einfallen lassen. Ich hätte doch was Gravity Mans machen sollen. Egal, kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob wir es hinkriegen. Vielleicht auch nicht. Komm. Okay. Also, wir haben es geschafft. Hier. Natürlich. Komm, schieß, du blöder Marienkäfer. Also, wie gesagt, das sind so die. Oh, ja. Das bringt mich ein bisschen durcheinander, das Gescroll, muss ich ehrlich zugeben. Oh. Bleib du weg von mir, du blödes, graues Teil. Hoffentlich haben wir es jetzt in den Midpoint geschafft. Ich habe echt keine. Nee, also wie gesagt, das sind jetzt so die Sachen. Und ich sage andauernd, wie gesagt. Dabei habe ich es noch nicht mal mehr gesagt. Mein Gott, bin ich blöd. Na, Pixel Jump? Jo. Okay, du hältst auch ein bisschen was aus. Kann das. Boah, das sind so mies verteilt, die Teile. Oh Gott, ich hab das. Haha, hier ist was im Weg. Hab ich's doch gesehen. Haha, diesmal nicht. Also, dann lass mal schauen. Und. Ey, das hat und fertig. Nein, also, wir müssen mal. Weiter. Da unten ist wieder eins. Oh, ich lasse mich gerade an Daumen treffen, das gibt's doch nicht. Aber ich muss sagen, ich freue mich, dass Rightly X das mal wieder ein Hack gemacht hat. Ich habe jetzt das nicht so ganz verfolgen können irgendwie. Ich war gerade selbst auf YouTube relativ, weil ich eben auch beschäftigt war. Da war einfach nicht so viel Zeit irgendwie dafür. Leider. Ich muss mal noch einige Let's Plays von anderen hier gerade reden, aber
oder Soccer Krisch hat uns und auch andere. Ich nenne jetzt mal nur kurz Beispiele. Ich muss mir jetzt echt mal wieder angucken. Ich bin überhaupt nicht dazu gekommen. Das finde ich voll schade, weil da sind sicher wieder viele hochgekommen. Ich habe jetzt mal einen Abend Zeit gehabt, mal ein paar anzugucken, aber auch da kam dann wieder. Wisst ihr, das ist der Witz, ihr tut irgendwas, stell dir vor, ihr macht irgendwas, ihr seid jetzt irgendwie, ihr guckt Let's Plays an, ja? Gerade von mir guckt ihr Let's Plays an und hört gerade mal an, wie ich mal wieder fehle. Und dann plötzlich kommt dann irgendwas, ein blöder Anruf, irgendwas, was man überhaupt nicht gebrauchen kann. Und sagt, ja, hier Anruf, oh nein! 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 Warum hab ich mich nicht treffen lassen? Okay. Wir sind ja nicht zu weit entfernt. Spring ich hier. Achso, ja, genau. Drüber springen ist nicht erlaubt hier. Natürlich, natürlich. Oh Mann. Na komm, da kommen wir auch wieder durch. Kriegen wir noch hin. Okay, und hier kam ein Dampf und ich lasse mich trotzdem treffen, obwohl ich es weiß. Achso, einen Intelligenzorden krieg ich. Ne, krieg ich nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Nein, hast du gesagt. Jetzt bin ich mal gespannt, was so kommt. Mein Gott, ich bin gerade so wortlos. Das ist ja schlimm. Sonst kann ich immer reden wie so ein Wasserfall. Und jetzt haben wir so, ja, und dann das. Und dann das. Und dann das. Punkt, Punkt, Punkt. Au. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was ist da mit mir los? Das ist voll schlimm. Mein Gott, ich will hier, hallo, ich will hier ein gutes Let's Play abliefern. Also, hopp, Stardust, streng dich jetzt an. Hopp, hopp, hopp. Jo, auch Mega Man sagen. Streng dich an, Stardust. Sonst bist du doof. Ich bin zwar doof, aber ich möchte mich trotzdem anstrengen. Okay. Übrigens, das möchte ich auch mal noch sagen. Ich habe jetzt mir neulich Mario Party geholt. Ja. Mario Party 9 geholt. Hat es jemand von euch mal gezockt? Auch schon. Mario Party 9. Ich weiß nicht warum. Es ist interessant. Ich muss ehrlich sagen, bei Mario Party 9 ist okay, das Spiel, ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel angucke, Retro Baba mit Mario Party 3, ja, da muss ich ehrlich sagen, ne, da weiß ich schon, was ich mehr bevorzuge. Und wir kommen zu Stone Man. Und Stone Man ist hoffentlich auch nicht, ja. So, hat sie auch nicht geändert, hoffentlich. Überhaupt nicht. Stony, du veränderst dich nicht, nur für mich veränderst du dich nicht. Alle anderen müssen jetzt einen Ultraschall Stoneman machen. Bei mir sagt Stoneman nein, ich tue es dir nicht an. Du hast so wenig Leben. Also, Stoneman gibt nicht viel zu sagen. Ich meine, ich finde Stoneman cool. Ein Robotmeisterstein finde ich cool. Während die meisten anderen ihn dämlich finden. Aber, er ist sehr einfach. Das kann man wirklich nicht bestreiten. Stoneman. Habt ihr ziemlich schnell down, ihr müsst euch immer nur unter ihm durchsliden und die Sache ist gut. Schade eigentlich. Man hätte mehr draus machen können, aber gut. Also, und ja, jetzt nochmal ganz kurz Mario Party 9, nachdem wir den Power Stone gekriegt haben. Unser Mario Party 9, ich weiß ja nicht so recht. Es ist zwar schon nett, aber es fehlt dieses Mario Party Feeling, wisst ihr? Bis Mario Party 5. Von mir aus auch noch Mario Party. Na, sagen wir bis Mario Party 5. War da echt so ein richtiges Mario Party Feeling. Bei mir zumindest. Aber ab 6, na, ging's ein bisschen abwärts. Und ab 8 habe ich's gar nicht mehr. Da konnten wir's echt nicht mehr. Und, ui. Wo sind wir hier? Wow, 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 hey. Okay, da war gemein. Okay, da kommt eine Rakete. Da kommt noch eine Rakete. Okay. Und da kommt nichts. Aber hier kommt Rakete. Ich störe, du droppst. Mein Gott, ich. Was? Hä? Der ist nicht hier? What? What? Und. Das ist jetzt. Nee, das ist jetzt dein Ernst, oder? Zwei aufgeladene Buster-Schüsse. Boah, jetzt reicht's aber langsam. Boah, also man kann ja auch unfair werden. Also, das ist ja mal... Was? Was? Also, das war jetzt gerade richtig mies. Also, die Stage, mein Respekt, die kriegen von mir den Titel Miese Stage. Aber wirklich, von ganzem Herzen. Und ich bin erst mal am Anfang der Stage. Wie wird das dann später? Ach du Scheiße.
Wie wird das dann später? Sag's mir mal. Ja, komm. Komm, auch raus, du Rakete. Wow. Also, wow. Okay, ihr droppt. Oh, ihr werft runter. Mein Gott. Ich sollte mal mit dieser Online-MMORPG-Spiel aufhören. Wer von euch zockt eigentlich? Ja, nein, das habe ich schon mal gefragt. Wer von euch? Nee, halt mal, halt. Zockt jemand von euch eigentlich überhaupt Online-RPGs? Diese, so, wie heißen sie? WoW und Aion und Runes und Au und. Hallo, treffe ich den heute noch? Oh, jetzt reicht's mir aber. Mein Gott, Headshot. Oh, oh, oh. Also, dieses schwierige Stage und ich mit absolut null Sniper-Skill gerade. Ah, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Aber ich krieg Leben. Ich bekomme nochmal einen Versuch. Das ist nett. Oh. Achso, oh. Die Stage gefällt mir jetzt gerade. Was? Lass mich raten. Ja, yeah. Unverwundbar natürlich. Imba. Impossible to beat. Ja. Okay, ich kann noch meinen Bastschuss aufhören zu laden. Okay, jetzt müssen wir hier rüber. Hier drauf. Was? Was? Oh, nee. Das ist jetzt nicht wahr, Otto. Und jetzt darf ich von vorne wahrscheinlich anfangen. Oh, natürlich. Ey, was habe ich mir da angetan? Was tue ich mir da für ein Level an? Das ist ja abnormal. Boah, also das braucht jetzt viel Übung, diese. Also das braucht jetzt viel Übung. Boah. Da kommst du jetzt nicht mit meinem Mega-Man-Skill so ein bisschen ins. Boah. Scheiße. Boah. Das ist ja krass. Also das ist ja mal der Hammer. Ich dachte ja schon, okay, ein Hack, jetzt gehen wir mal kurz durch. Aber das hier, wow. Also mein Respekt, da hast du mal richtig den Schwierigkeitsgrad hochgedreht, Rightly, X. Ehrlich, den hast du jetzt richtig hochgedreht. Ich meine, das ist keine Beschwerde, gell? Also du kannst das ruhig so lassen, also, mir gefällt's. Aber das ist übel. Also Napa-Message. Boah. Oh nein, ich mache nur den kleinen Fehler. Oh, Mega Man Feuer. Okay, wir haben nur ein. Ja, wir haben einen. Meine Mega Man Skills kommen wieder. Wow. Komm, komm. Und jetzt hau du! Und rüber. Okay, und jetzt kommt eine richtig scheiß Stelle. Ja, ich sag deswegen scheiß Stelle, weil die ist einfach scheiße schwer. Wow, und die Teile sind sicher auch Instant Kill. Trau ich denen zu. Oh, mit Slice. Nein, 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 nein. Oh Mensch, jetzt denkst du doch, ich komm durch, aber nee. Und von vorne. Oh Mann. Ey, also das, also. Wow. Da brauchen wir echt Übung an der Stelle. Mega Man. Und das ist ein Sprungknopf. Das da. Game over. Game over.